Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Sternzeichenlegungen für die erste Märzhälfte. Die Karten, die ihr hier liegen seht, das sind Karten, die habe ich gerade rausgesucht, weil ich euch am Anfang dieser Videos gerne erklären möchte, welche allgemeinen astrologischen Ereignisse so in der ersten Märzhälfte stattfinden. Wie ihr sehen könnt, das ist heute ein bisschen mehr als sonst. Ich habe auch ein bisschen mehr zu erzählen. Das heißt, ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt ein längeres Intro. Für diejenigen von euch, die sich aber mehrere Videos anschauen, beziehungsweise die allgemeinen astrologischen Energien nicht interessieren, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann losgeht mit der Legung für dein Sternzeichen. Meine Lieben, ich möchte tatsächlich über ein sehr aktuelles Ereignis mit euch reden, nämlich mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Heute Nacht hat Russland die Ukraine angegriffen. Und ich möchte hier nicht über Politik reden, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Politik. Ich möchte euch nur gerne anhand eines Ereignisses, das für jeden sichtbar ist, die Energien erklären, die uns alle gerade gleichermaßen betreffen, egal ob du in Russland und der Ukraine wohnst oder nicht. Und zwar ist das für mich gerade das, was Mars und Venus betreiben. Die haben sich ja am 16. Februar zum ersten Mal in der Konjunktion im Steinbock getroffen, treffen sich jetzt am 6. März in der Konjunktion in Wassermann und es geht dann bis Juni so weiter, ne? Bis sie wieder beim Sternzeichen wieder sind, haben die noch eine gemeinsame Mission, machen die gemeinsame Sache. Und es gibt da jetzt einen so einen Handel, also das ist ja nett ausgedrückt, Wladimir Putin, der da jetzt versucht, mit aller Gewalt seine alten Werte von Macht, Unterdrückung, Besitz zu demonstrieren. Ne? Der wirklich versucht, den alten Werten, die diese Welt irgendwann mal geformt hat, nachzugehen, die durchzusetzen, weil er offensichtlich ein Problem mit der Veränderung hat. Venus und Mars haben aber jetzt in Steinbock, ne, die letzten 4 Wochen, neue Werte geschaffen, ne? Werte von Sicherheit und Stabilität. Nun treffen sie sich am 6. März im Wassermann und Wassermann ist die Energie von sozialer Energie, ne? Von Humanität, von Connection oder sag mal's, von Community. Und das ist das, was gerade hier passiert. Es gibt da diese Energie, die unbedingt, ich bleibe bei Energie, die unbedingt an diesen alten, längst überholten Werten festhalten will und die mit aller Gewalt da durchtritt. Und dann gibt es diese große, 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 Gott sei Dank viel größere Energie, die dem entgegensteht, in dem sich gerade alle Länder verbünden und die sagen, das sind nicht mehr die Werte dieser Welt. Wir müssen Grenzen respektieren, wir müssen Freiheit respektieren, wir müssen Menschenrechte an oberste Stelle stellen. Und das ist genau das, was hier gerade passiert. Und wir entwickeln uns gerade, ne? Wir sind in den letzten 4 Wochen von Saturnjahr. Am 21.03. beginnt das Jupiterjahr. Deswegen habe ich hier das Rad des Schicksals und die Mäßigkeit herausgelegt. Die Mäßigkeit ist Schütze-Energie und Schütze ist der Jupiter ist der Herrscherplanet von Schütze. Und es geht jetzt hier, ne, die Mäßigkeit steht für Frieden, für Toleranz, für Freiheit, ne? Freiheit, Schütze-Energie, absolute Freiheitsenergie. Und das ist die positive Entwicklung, die durch leider so ein schlimmes Erlebnis wie ein Angriff gerade verdeutlicht wird. Aber genau das ist auch diese Energie von diesem Jahr, diese Wassermann-Energie. Es geht jetzt darum, zusammenzuhalten. Es geht um Verbindung, es geht um sichere Verbindungen, die jetzt natürlich hier gerade die Welt, ne, in dieser gemeinsamen Mission darstellt. Aber natürlich ist das, was ich euch gerade schildere, auf dein
privates Leben zu übertragen. Genau das sind die Energien, die gerade stattfinden. Grenzen setzen, Toleranz, Menschenrechte, Freiheit. Ne? Das ist etwas, was gerade wichtig ist, sich aus diesen alten Wertesystemen zu lösen und sich wirklich zu, wie soll ich sagen, zu öffnen für diese neue Welt. Na, sogar in den Nachrichten wird von der neuen Welt gesprochen. Also ich möchte mal ganz kurz sagen. Okay, also was wir nicht vergessen dürfen davor, also das hier, ne, Mars und Venus Konjunktion in Wassermann. Konjunktion heißt immer, es ist eine harmonische Verbindung, ne? Die machen gemeinsame Sache. Dann in Wassermann, sie machen gemeinsame Sache im Sinne von Heilung, Verbindung, Sharing Love Energie. Aber davor ist noch ein wundervoller Neumond in Fische und die Sonne steht ja auch schon in Fische. Und das ist so eine wundervolle Gelegenheit. Ne? Fische ist immer, oder Fische ist das letzte Zeichen der Sternzeichenreihe. Das heißt, da geht es wirklich darum, in sich zu gehen. Dieses Ja, das dahinter einem liegt, zu reflektieren, wirklich zu schauen, was will meine Seele mir sagen. Ich habe gestern gemerkt, ich stand gestern an meiner Spüle und habe abgespült. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie ich so Selbstgespräche führe, ganz leise erst, ne? So stumme Selbstgespräche. Und dann habe ich gedacht, hey, mich hört ja gerade keiner. Ich fange einfach mal an, laut mit mir zu sprechen. Und dann habe ich wirklich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin in so einem Dialog mit meiner inneren Stimme und durch das, dass ich es laut ausspreche, habe ich es plötzlich auch viel klarer wahrgenommen. Und ganz viele von euch werden super viel träumen gerade. Ne? Das ist wirklich, das ist Fische-Energie. Das Unterbewusstsein arbeitet in diesen 4 Wochen so stark und wir haben einfach wirklich eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, diesen Zugang zum Unterbewusstsein zu bekommen und diese Botschaften klarer wahrzunehmen, dieses tiefere Wissen, ne, das wir in uns tragen, zu hören und möglicherweise eben auch zu heilen. Ne? Es ist immer, die Fischezeit ist ein Reinigungsprozess, ein seelischer Reinigungsprozess. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was hier noch passiert. Ich glaube, es könnten noch mal intensive Wochen werden, oder sehr ruhige Wochen. Ne? Das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Energie du bist. Das schauen wir jetzt auch gleich für dein Sternzeichen nach. Ich hoffe, ich konnte euch anhand dem, was eben gerade auf der Welt passiert, ne, zumindest die Vision geben. Schau das alles mal unter diesem energetischen Aspekt an. Ne? Schau das alles mal an, wie du das, was vielleicht gerade passiert, wie du das auf deine eigene Situation übertragen kannst und ob du dann auch sehen kannst, was sich daraus entwickeln möchte oder wo es sich hin entwickeln möchte. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Jetzt geht's weiter mit den Sternzeichen. Hallo, meine lieben Fische, herzlich willkommen zu eurer Legung für die erste Märzhälfte. Happy Birthday, meine Lieben! Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich euch. Es ist soweit, ne? Die Fischezeit ist angebrochen und ich hoffe, dass hier eine ganz, ganz wundervolle Geburtstagsbotschaft für euch rauskommt. Wichtig ist für dich, nimm dir nur mit, was dir in deiner Situation, in der du gerade steckst, wirklich auch hilfreich erscheint. Und wenn du dich in dieser Legung nicht angesprochen fühlst, dann ist sie auch nicht für dich bestimmt. So, liebe Fische, beziehungsweise liebes Universum, ihr bekommt jetzt erstmal eine Seelenbotschafterin von mir aus meinem Elki-Orakel, eine Seelenbotschafterin für meine Fische. O2, ein gesprächiges Universum haben wir. She who radiates, sie die strahlt, ne, die etwas ausstrahlt, knowing, deeper knowing, ne, definitiv ambition, confidence. Okay, also ambitioniert und selbstbewusst ist deine Ausstrahlung oder könnte deine Ausstrahlung werden, oder das ist die Botschaft deiner Seele, du solltest selbstbewusster strahlen und hier she who regrets. Sie, die bereut.
Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, das du bereust. Hier ist die Rede von Battle, Victory, Bitterness. Kämpfe. Victory ist Erfolg. Und Bitterness, verbittert sein, sehe ich aber gar nicht. Also war vielleicht deine Energie. Wir schauen mal direkt nach, was die Tarotkarten hier sagen. Denn mit diesen Regrets, mit dieser Reue kann ich tatsächlich gerade noch nichts anfangen. Ich hätte gerne mal eine Botschaft, aus welcher Energie meine Fische gerade kommen. Aus welcher Energie meine Fische gerade kommen. Okay, wow. 10 Stäbe, 10 Schwerter. Hier sind Battles. Also, du hast offensichtlich Kämpfe in der Vergangenheit gehabt. Und vielleicht hat es sich auch nach einem verlorenen Kampf angefühlt. Dann ist die Botschaft hier, es gibt nichts, ja, Ass der Münzen. Es gibt nichts zu bereuen. Also hier liegt irgendwie ein Scheitern. Ein Scheitern, ein Loslassen, ein Ende. Und mit diesem Ende kam aber auch die Chance auf einen Neuanfang. Möglicherweise auch wirklich die Chance, selber in einem anderen Licht zu erstrahlen, weil eben mit dieser Confidence, weil du vielleicht zwar einen Kampf verloren hast, in Anführungsstrichen einen Kampf verloren hast, aber aus dem Selbstwert heraus gehandelt hast. Ich würde gerne mal wissen, was ist die Energie im Hier und Jetzt? Okay, Rat des Schicksals. Vielleicht zeigt sich jetzt auch, warum. Okay, interessant. Interessant, interessant, interessant. Die 4 Stäbe, also das Rad des Schicksals, die 4 Stäbe, die 6 Kelche. Ich muss es direkt ein bisschen hochlegen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas als verloren glaubst, was sich entweder hier nochmal zeigt. Es könnte ja sein, dass hier etwas aus der Vergangenheit sich, ne, zurück in dein Leben kommt und dass es überhaupt nichts gibt zu bereuen. Dass du, also was ich hier sehe, die 10 Stäbe, der Mann auf den 10 Stäben, der hat immer so ein Brett vorm Kopf. Also vielleicht schaust du irgendwie reumütig oder verbittert, ne? Hier ist die Rede von Bitterness, verbittert auf etwas zurück und hast bisher, Entschuldigung, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken, und hast bisher nicht sehen können, dass hier irgendeine Chance drin lag. Im Hier und Jetzt, Rat des Schicksals, ne, Jupiterjahr beginnt. Könntest du diese Chance aber sehen? Ne? Könntest du diese Chance erkennen? Könntest du möglicherweise hier mit den 6 Kelchen zurück auf die Vergangenheit blicken und es anders sehen, ohne dass du irgendwas bereust? Ich würde gerne mal wissen, warum ist diese Karte von der Reue hier? Warum ist diese Karte von der Reue hier? Die Mäßigkeit, witzig, ne? Sie fällt auf das Rad des Schicksals, beides Schütze-Energie. Okay, der Stern. Der Stern. Ganz starke Energien hier, meine Lieben. Ich würde gerne mal wissen, warum die 10 Schwerter und die 10 Stäbe hier liegen. Für mich liegt hier, es gibt hier nichts zu bereuen. Wirklich, es gibt hier nichts zu bereuen. Du siehst möglicherweise, oder du hast bisher möglicherweise nicht gesehen, wofür es gut war, ne? Ass der Münzen. Aber das wirst du jetzt sehen. Es war alles im Fluss, ne? Es ist alles genau nach Plan gelaufen. Vielleicht nicht nach deinem Plan. Aber zumindest, ne, nach dem Plan vom Universum. Ja, wow, die 2 Schwerter. Interessant. Interessant. So viele Energien von in der Vergangenheit konntest du das nicht erkennen, konntest du das nicht sehen, hast du möglicherweise nur das Scheitern oder das Ende gesehen. Das Rad des Schicksals.
Die Mäßigkeit spricht von einem alchemischen Prozess. Also alle Energien fließen ineinander und wirken miteinander. Und zwar alles zielgerichtet, ne? Alles, was deinen Wünschen näher bringt, was dich deinen Wünschen näher bringt. Und vielleicht hast du dieses Knowing und dieses Selbstbewusstsein noch nicht 100% erlangt, ne? Das ist genau das, auch wenn es vielleicht ein schwerer Weg war, ne? Aber das ist genau der Weg war, der hat laufen müssen. Ne? Hier liegt so diese Energie von In Alignment. Ne? Hier, es ist alles genau so passiert, wie es passieren hat müssen. Und es gibt hier nichts zu bereuen, es gibt hier nicht irgendwie zurückzuschauen und sich zu fragen, hätte ich da irgendwas anders machen können, hätte ich da irgendwas besser machen können, denn mit was auch immer das hier war. Und die 10 Stäbe und die 10 Schwerter sagen mir, es ist irgendwie auch schon abgeschlossen. Es liegt in der Vergangenheit und es ist schon abgeschlossen. Daraus hat sich eine ganz große Chance für dich getan. Und welche das ist, zeigt sich möglicherweise eben jetzt gerade. Kann etwas mit Beziehungen natürlich zu tun haben, mit Seelenpartnerschaften, mit Heilungsprozessen, mit Zuhause, mit Familie, mit Kindern. Rat des Schicksals. Rat des Schicksals. Was passiert im Hier und Jetzt? Die Herrscherin? Interessant. Wow, meine Lieben. Ass der Schwerter an der Unterseite des Decks. Das heißt, die Erkenntnis, die Klarheit wird jetzt kommen oder du wirst es klar erkennen, das, was du möglicherweise in der Vergangenheit nicht erkannt hast. Und, meine lieben Fischer, der Narr. Also, ich sehe nicht, was hier in dein Leben kommt, um ehrlich zu sein. Ich sehe nur, dass du merkst, okay, hier beginnt ein neues Kapitel und es kommt einfach auf mich zu, ne? Die Herrscherin ist so eine empfangende Energie. Witzig, der Herrscher. Die 8 Kelche und das Ass der Schwerter. Vielleicht musstest du einen schweren Weg gehen, vielleicht musstest du was hinter dir lassen. Entweder es kommt in dein Leben zurück oder es kommt etwas Neues in dein Leben, ne? Der Herrscher, möglicherweise eine Person. Und warum du diesen Weg gehen musstest, ne? Hier liegt so ein bisschen die Energie von einem Umweg oder von das Universum hat einfach einen anderen Weg für dich gewählt und das Warum wird dir jetzt klar, weil irgendeine eine neue Energie, ne, Ass der Münzen, Ass der Schwerter, der Narr, sich eben gerade zeigt. Und vielleicht kannst du dann auch erkennen, dass das alles richtig war, genauso wie es in der Vergangenheit passiert ist. Vielleicht kommt jemand, ne, der Herrscher, jemand in dein Leben zurück. Vielleicht klärt sich hier irgendwas, vielleicht kommt eine neue Person. Aber es ist alles genau so passiert, wie es hätte passieren müssen. Der Herrscher, ich hätte gerne eine Botschaft hier zum Herrscher für meine Fische. Die Königin der Stäbe, die 8 Schwerter. Die 3 Schwerter, wir merken uns, dass ich sie gerade auf den Kopf hingelegt habe. Und nee, Quatsch, die 8 Schwerter und die 3 Schwerter. Also das kann hier Ehe sein, ne? Ehe mit Kindern. Das kann hier Seelenpartner sein. Es gibt nichts zu bereuen. Ich weiß nicht, ob du die Königin der Stäbe bist, um ehrlich zu sein. Eine Botschaft noch zum Herrscher. Die 7 Stäbe, okay, sie wollen nicht raus, aber ich habe sie gesehen, die 7 Stäbe. Der Ritter der Münzen. Und die 2 Stäbe.
Für mich liegt hier, und das ist so eine Botschaft, die spreche ich nicht so einfach aus, deswegen habe ich es jetzt noch so oft abgeklärt. Für mich liegt hier, jemand hat dein Leuchten, ne, dein Radiating nicht gesehen. Ne, der Herrscher ist in den 8 Schwertern, möglicherweise, weil er nicht mit dem Herzen sehen konnte, weil er sehr im Kopf gefangen war. Ich nehme beim Herrscher hier mit den 2 Stäben wahr, ein Zurückdrehen, ein Zurückkommen, ein Zurückschauen. Vielleicht, ne, hier liegt Reue, vielleicht bereut hier ein Herrscher eine Entscheidung, die er in der, ne, die er Ritter der Münzen aufgrund vielleicht von Sicherheit, von Stabilität, von Gewohnheit, whatever, getroffen hat. Was ist denn die Dynamik zwischen dir und dem Herrscher, meine lieben Fische? Die Energie zwischen dir und dem Herrscher. Weil ich weiß nicht, ob das so ein Ende-Ding ist oder so eine zweite Chance-Ding. Die 5 Münzen, der König der Stäbe und die Königin der Schwerter. Interessant. Okay, also es fühlt sich deutlich mehr an als vielleicht auch die Reue von diesem Gegenüber, von diesem Herrscher. Hier liegen auch mehrere Personen, also vielleicht hat sich jemand in der Vergangenheit gegen dich entschieden und merkt aber auf einmal, ne, diesen Mangel, Mangel im Sinne von, was ihm fehlt, wenn du nicht da bist. Bevor wir jetzt, also eigentlich gibt es die Karten immer erst im Extended Reading, aber ich will jetzt mal ganz kurz hier 3 Karten aus meinen Love, Romance, Angels, weil wenn ich so eine Botschaft habe von, hier könnte jemand, ne, eine Kehrtwende machen und zurück in dein Leben kommen, dann will ich mir da immer sehr sicher sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sowohl der König der Stäbe als auch die 2 Stäbe, dass hier jemand zurückschaut, dass hier jemand seine vorherige Entscheidung bereuen könnte. Es könnte aber auch sein, dass du hier mittlerweile auch sehr distanziert bist. Klar, ne? Gerade wenn dir hier jemand das Herz gebrochen hat. Ich hätte ja mal eine Botschaft hier für meine Fischer, bevor wir ins Extended Reading einsteigen. Children, okay, Kinder, ja, Kinder, Familie, Ehefrau kann irgendwie eine Rolle spielen. Express your love, worth waiting for. Okay. Interessant. Let go of control issues. Separation. Okay. Also, meine Lieben, ich sehe hier eine Situation vor Augen. Es könnte sein, hier der Herrscher könnte sich in der Vergangenheit für eine Ehepartnerin entschieden haben, ne? Weil Kinder im Spiel sind oder weil, ich weiß nicht. Ne, mit dieser Children-Karte kann ich manchmal nicht ganz so viel anfangen, kann kindisches Verhalten sein auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ne, kann jemand sein, der sich vielleicht von dir abgewandt hat, weil du Kinder hast und es nicht in seinen Lebensplan passt oder keine Ahnung, whatever. Ne? Wie gesagt, mit der Children-Karte kann ich manchmal nicht so viel anfangen, weil ich keine Kinder in meinem Leben habe und deswegen manchmal ist es schwer für mich, ist diese Energien zu deuten oder sie aufzufassen. Aber hier ist eine Separation, hier ist irgendeine Trennung passiert. Ne? Irgendwie ist da Distanz reingekommen, hier ist ein Ende, ja, hier ist irgendein Ende. Ich habe aber das Gefühl, dass hier jemand Let Go of Control Issues, der Herrscher, ne? Das erste Schlagwort, das mir zum Herrscher immer einfällt, ist Kontrolle, dass hier jemand die Kontrolle, die er möglicherweise versucht hat, durch irgend so eine rationale Entscheidung zu behalten, loslässt, express your love
und möglicherweise tatsächlich zurück zu dir kommt, mein lieber Fisch, und dir vielleicht sagt, dass er das bereut oder hier vielleicht zum Ausdruck bringt, was er für dich empfindet. Dass du ihm fehlst, dass sein Leben katastrophal ist, ne? 5 Münzen, seit du nicht mehr da bist. Ich weiß noch nicht so genau, wie du das hier findest. Das muss ich jetzt im Extended Reading abklären. Aber hier nehme ich tatsächlich, und ihr wisst, zumindest diejenigen, die mich länger kennen, ich nehme hier jemanden wahr, wo es schon mal eine Trennung oder ein Ende gab. Kann vielleicht auch eine friedliche Einigung mit, ne, mit deinem Ex-Ehemann sein bezüglich der Kinder, ich weiß es nicht. Aber hier kommt jemand zurück, der, mit dem du auch die 10 Schwerter und die 10 Stäbe erlebt hast. So nehme ich das wahr. Und könnte sich entschuldigen, könnte vielleicht eine zweite Chance haben wollen, könnte dir Klarheit geben, könnte dir diese ganze belastende Energie von den Schultern nehmen mit dem Nah. Also hier passiert definitiv eine positive Entwicklung. In welche Richtung kann ich noch nicht sagen. Das muss ich jetzt für den Moment so stehen lassen, liebe Fische. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen werde. Und dann schauen wir mal, na, was das hier für eine Dynamik zwischen euch ist und warum es hier möglicherweise auch nochmal einen zweiten Anlauf gibt oder zumindest eine wirklich gute Klärung von was auch immer. Und ja, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen. Es könnte sein, dass du hier bisher nur ein ganz schreckliches Ende gesehen hast. Eine sehr schwere, belastende Zeit, möglicherweise für alle Beteiligten. Was du nicht gesehen hast, ist, dass in all dieser schwierigen Zeit eine riesengroße Chance für dich entstanden ist. Also wirklich, die lauteste Energie ist diese erste Reihe, die hier liegt. Es ist alles genau so gelaufen, wie das Universum deichseln wollte. Und warum wirst du in der Zeitperiode jetzt möglicherweise hier im März eben auch erkennen, ne? Du wirst sehen, wo sich's hinbewegt. Du wirst sehen, mit welcher Energie dieser Mensch auf dich zukommt, was er dir zu sagen hat. Und dass eben diese Let Go of Control Issues, dass diese ganze Energie von Reue und na, hier ist ja auch die Energie von Battle, von Streitigkeiten, von Kämpfen, dass sie sich, ich muss wirklich sagen, mit dem Ast der Schwerter und dem Narr so ein bisschen in Luft auflöst. Na, dass es irgendwie einer neuen Leichtigkeit weicht. Und mehr kann ich euch an der Stelle noch nicht sagen. Ich weiß auch noch nicht, warum du die Königin der Schwerter bist. Vielleicht stellst du hier ein paar Bedingungen. Vielleicht bist du erstmal ein bisschen distanziert, reserviert. I don't know. Ich habe das Gefühl, gerade mit der Herrscherin, du wirst etwas empfangen, es wird etwas auf dich zukommen, das dir sehr viele Antworten liefert und die auch dafür sorgt, dass du auf jeden Fall wieder radiatest, ne? Also dass du wieder leuchtest. Und so lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, diese Botschaft war soweit schon mal hilfreich für euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!